explodiert jetzt die Natur. Ja, hallo meine lieben Bienenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf nordbiene.de. Das Wetter ist heute nicht ganz so schön am 2. Mai. Gestern war es deutlich schöner. Wir haben jetzt 9 Grad und es fängt schon an zu regnen hier schon wieder. Und wir sollen die nächsten Tage auch Regenwetter bekommen. Zumindest die Woche durch. Dennoch können wir hier bei den Bienen einiges an Entwicklung sehen. Schaut euch mal die Mini-Plus-Völker an. Die sitzen teilweise jetzt schon auf 6 Zagen. Sie brauchen diesen Raum auch und die Völkchen, die sind brechend voll. Und in diesem Volk hier mit dem Stein nach oben, da habe ich vorgestern bereits bestiftete Weiselnäpfchen entdeckt. Jetzt fängt es aber richtig an zu regnen hier und ich wundere mich selber, dass ich hier heute nur im T-Shirt stehe. Eben war das noch ein bisschen angenehmer hier. Ja, es gibt einiges zu tun bei den Bienen. Wir haben hier die Blüte der Obstgehölze, hier zum Beispiel die Frühkirsche, die ist jetzt in Vollblüte, richtig schön. Und der Spitzahorn bringt jetzt auch ganz viel Nektar, genauso wie der Löwenzahn. Das sind hier so die Trachtpflanzen, die uns im Moment und den Bienen ganz viel Freude bereiten. Hinzu kommen dann noch Johannisbeeren, Stachelbeeren, Schaboxkraut und so weiter und so weiter. Also der Gabentisch, der ist jetzt reichlich gedeckt. Bloß wenn wir uns bei den Bienen umgucken, heute ist das Wetter nicht so schön. Bienenflug ist sehr verhalten hier. Und gestern war das noch anders. Da hatten wir hier massivsten Bienenflug. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die Völker, die haben geflogen wie zur Schwarmzeit. Also die Beutenwände, die waren schwarz vor Bienen. In einer Pause, in einer Sonnenzeit, so um 14, 15 Uhr rum. Und wir müssen jetzt auch wöchentlich die Schwarmkontrolle machen hier. Ja, und ihr seht, es regnet. Es gibt einiges zu tun. Ich werde mich natürlich zunächst vornehmlich um die Mini Plus kümmern. Die brauchen auf jeden Fall Pflege, regelmäßige Schwarmkontrolle. 2 Völker will ich auf jeden Fall auflösen. Na, eigentlich 3. Nämlich das kleine hier vorne, da ist die Königin nicht in Ordnung. Die hat ja spät im Jahr geschwärmt. Und da ist die Königin fehlbegattet, also nicht richtig in Ordnung. Und dieses Volk hier, das kann ich euch auch noch mal zeigen. Das haben wir uns ja auch schon mal angeschaut. Da ist die Königin schon 3 Jahre alt. Die wird auf jeden Fall die nächsten Tage ausgetauscht. In einer Leerzage oder in 2 Leerzagen setze ich hier ein Mini-Plus-Völkchen über mit Königin, nachdem ich hier diese Königin entfernt habe. Über Zeitungspapier natürlich. So dass wir hier dann doch schnell einen Königin-Tausch hinbekommen. Jetzt im Mai hier. Ja, ein weiteres Mini-Plus-Volk werde ich dafür verwenden, den Blätterstock wieder zu besiedeln. Das wird dann ein Mini-Plus-Völkchen sein, wo bereits die ersten Weiselzellen in Pflege sind. Möglicherweise dieser Kandidat hier, der erste hier, wie gesagt, der ist wohl schon in Schwarmstimmung. Die ersten Weiselzellen sind bestiftet und das kann jetzt hier ganz schnell gehen. Aber auch bei diesen Völkern, die sind alle sehr stark. Da werde ich nachschauen und kann auch sein, dass ich davon eins nehme. Die sitzen jetzt alle schon auf 6 Zagen. Die Völkchen sind brechend voll. Davon sind 3 bis 4 Zagen voller Brut. Und die obersten 1 bis 2 Zagen, die sind voller Honig. Also auch noch Futter vom letzten Jahr und voller Nektar. Ja, vergleichsweise schwacher Bienenflug hier bei 9 Grad und Regen, kein Wunder, aber die Bienen, die tragen jetzt viel Nektar ein hier. Heute natürlich zu kalt, ich wollte heute die Durchsicht machen. Schwarmkontrolle muss gemacht werden, das ist klar. Ihr seid dann natürlich live dabei, will ich fast sagen.
Wie gesagt, eins dieser Völker werde ich auflösen, beziehungsweise als Art Kunstschwarm verwenden für die Besiedelung des Blätterstockes. Und ein weiteres Volk werde ich dafür verwenden, um das eine schwache Segeberger Volk da ganz hinten umzuweiseln und zu vereinigen. Denn das kommt nicht in die Gänge, ist ja auch klar. Nach 3 Jahren Lebenszeit hat die Königin irgendwann ihre Vitalität überwunden. Und schade um die Königin, aber das nützt nichts, wenn das Volk nicht in die Gänge kommt. Dann ist das nun mal so. Ja, das sind so die Arbeiten. Ich habe vor 2-3 Tagen die Völker schon mal grob durchgeschaut. Die Völker sind am Wachsen und jetzt mittlerweile auch massiv am Nektar eintragen. Und im Moment jetzt gerade nicht, aber den Völkern, denen geht es hier sehr gut. Und die müssen natürlich jetzt auch schwarmkontrolliert werden. Die nächsten Wochen und Monate, will ich fast sagen, also einmal die Woche durchschauen. Das stelle ich mir dieses Jahr ein bisschen einfacher vor, weil die Völker sitzen ja jetzt alle auf einer Brutzarge unter dem Absperrgitter. Ja, und hier haben wir natürlich auch was ganz Besonderes vor. Bei jedem Schritt seid ihr natürlich dabei. Dieses Volk, das wird auch in Kürze aufgelöst. Das ist ja ein Schwarm aus 2020, der dunklen Biene F1. Die werden aufgelöst wieder und das Volk kommt dann in die Frankenbeute. Ja, das wird auch ein schönes Arbeiten. Ihr seid dabei. Das wird nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen hier. Jetzt kommt die Zeit, wo alles auf einmal zu tun ist. Nicht nur bei den Bienen, sondern auch im Bienengarten natürlich, bei den Pflanzen. Wir haben hier noch einiges zu tun. Und ja, man weiß eigentlich gar nicht, wo man jetzt anfangen soll. Die Königinvermehrung, die steht auch bald wieder an. Die will ich aber dieses Jahr auf Sparflamme halten, denn irgendwo fehlt mir dann auch die Zeit. Und wenn ich mir die Mini-Plus-Völker anschaue, dann bin ich gerade dieses Jahr froh, dass ich meine Bienenvölker hier in hochisolierten Beuten stehen habe, wo sich die Völker richtig gut entwickeln können und konnten. Wie gesagt, einige Mini-Plus, die müssen schon 6 Zagen haben, weil die Kästen sind einfach voll. Ja, der steht hier noch auf 5. Aber es kann gut sein, dass ich den verwende für das Blätterstockvolk. Das ist meine Steinsprache. Steinhochkant heißt immer Obacht. Und Obacht zu dieser Jahreszeit heißt Schwarmlustigkeit. So, das ist eine, ja, würde ja passen. Das ist eine Mellifera F1, also dunkle Biene F1. Aus dem Jahr 2020, von daher prädestiniert für den Blätterstock. Das kann gut sein. Sehr schön. Ja, eine weitere Arbeit wird diese beiden Völker hier links außen betreffen. Da sitzt ja jeweils eine Reinzuchtkönigin, also eine Originalkönigin der dunklen Biene aus Schweden drin. Da werde ich jeweils einen Königinableger bilden, damit mir die Königin, die beiden hier auf gar keinen Fall wegschwärmen. Ja, ansonsten Regenwolken, dicke Wolken überall. Manchmal kommt hier auch die Sonne durch. Ein kleines Sonnenfenster, aber das ist dann wirklich nur ganz kurz. Ja, Wahnsinn. Das ist die Natur. Es könnte aber, wie gesagt, gerne ein bisschen wärmer werden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir haben hier 9 Grad und mir wird jetzt auch langsam kalt. Von daher kein schönes Bienenwetter und für mich kein Wetter, jetzt die Bienen zu kontrollieren. Ich wollte das gestern machen, das ging auch nicht so gut. Heute ist es noch kälter, aber die nächsten Tage muss hier auf jeden Fall die Schwarmkontrolle erfolgen. Ihr seid natürlich bei jedem Schritt dabei, vor allem auch bei der Besiedlung des Blätterstockes, bei der Umweiselung des schwachen Volkes da hinten, bei der Vereinigung praktisch, bei der Bildung der Königinnenableger hier, der beiden Reinzuchtvölker.
Tja, meine Lieben, das war es auch schon wieder für heute hier bei Nordbiene. Mir wird langsam kalt, das ist doch nicht angenehm hier bei diesem leichten Regenwetter und 9 Grad, ich hier im T-Shirt. Ja, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Hat euch das Video gefallen, gerne Daumen hoch. Ansonsten Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es hier wieder ein weiteres Video von mir gibt. Es wird noch richtig spannend in diesem Jahr, wie ihr eben gesehen habt. Ja, schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Tschüss!